Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Jahreslegung. Ja, meine Lieben, wir haben schon wieder fast ein neues Jahr. 2023 ist im Anmarsch und ich mache jetzt die Jahreslegungen für euch. Die bauen sich folgendermaßen auf. Am Anfang hier mit diesen Karten, die habe ich alle rausgesucht, zeige ich euch ganz kurz auf die astrologischen Highlights dieses Jahres und es ist auch relativ schnell erklärt. Und ich möchte dich bitten, dir das einmal anzuhören, was ich hier am Anfang erzähle über die allgemeinen Energien, denn ich werde mich in den Jahreslegungen auf jeden Fall da auch drauf beziehen, dass das, dass du das im Kontext eben auch alles nachvollziehen kannst. Und für diejenigen unter euch, die sich aber mehrere Sternzeichen anschauen, ihr werdet unten in der Infobox einen Hinweis finden, wann ihr das überspringen könnt, wann es dann direkt losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Aber einmal ganz kurz zuhören, was ist nächstes Jahr los? Und ich kann sagen, es ist eine Menge los. Was ich auch noch dazu sagen möchte, für diejenigen, die sich dieses Video jetzt hier im Dezember 2022 anschauen. Es kann sein, dass diese Legung heute für dich noch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass du einfach damit noch nichts anfangen kannst, weil es eben eine Jahreslegung ist. Ich habe jetzt vor kurzem in meinen Live-Legungen mal dazu aufgerufen, sich die Jahreslegungen aus 2022 nochmal anzuschauen. Es gibt auf meinem Kanal da eine Playlist, also da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Und ganz, ganz viele haben mir geschrieben, so wow, wie krass, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat das alles Sinn ergeben, es ist genauso eingetroffen, wie du gesagt hast. Aber es kann sein, dass eben jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt, dass das für dich alles noch nicht so greifbar ist. Aber wir beginnen, meine Lieben. Wir sind ja, 2022 war das Jupiterjahr und 2023 ist das Marsjahr. Mars ist Herrscherenergie und es ist ein Jahr, das uns auf jeden Fall in die Handlung bringen wird, in die Umsetzung. Ich möchte dazu sagen, das astrologische Neujahr beginnt immer am 20.03. mit dem Einzug der Sonne in Sternzeichen Widder. Das heißt, auch das Marsjahr beginnt erst im März. Aber wir dürfen damit rechnen, dass einiges passiert, dass einiges vorangeht, dass wir große Schritte gehen, wirklich, dass wir uns ein Imperium aufbauen, dass wir uns durchsetzen, dass wir uns selbstständig machen, dass wir uns befreien, was auch immer. Aber es ist eine sehr, sehr starke Kraft von, das ist mein Weg, das will ich machen, das sind meine Überzeugungen, das sind meine Werte und für die stehe ich ein und mein ganzes Handeln ist geprägt von dem, von mir, von meiner Handschrift, von dem, wozu ich stehe oder wofür ich stehe. Also eine ganz, ganz starke Power-Energie, eine Willensstärke, eine Durchsetzungskraft. Und die, glaube ich, brauchen wir auch. Ich kann schon mal sagen, das Jahr 2023 wird das Jahr der krassen Entwicklungen sein. Und wir brauchen Mars und Widder-Energie, um da die Puste dafür zu haben und die Stärke und die Willensstärke und die Kraft und dieses, ich will das, wirklich ein ganz starker Wille. Und das ist, ich bin froh über, als ich gehört habe, dass das Jahr das Marsjahr ist. So, jetzt ist das Jahr, nächstes Jahr, in so drei große Bereiche aufgeteilt, um ehrlich zu sein. Der erste Bereich ist Januar, Februar, März. Wir haben im Januar direkt nochmal drei Planeten, nämlich Mars, Merkur und Uranus, die direktläufig werden. Das heißt, die ihren Vorwärtsgang antreten, die sich wieder Richtung Zukunft orientieren. Und das ist total krass, weil es hat ja im Oktober 2022 bereits angefangen mit, lass mich kurz überlegen, Saturn, dann Pluto und dann Jupiter. Ja, ich glaube, ich bin in der richtigen Reihenfolge. Auf jeden Fall, der Januar 2023 schiebt uns nach vorne aus universeller Kraft. Alles, alle Langsamläufer, alle persönlichen Planeten, alles ist in der Vorwärtsrichtung und das ist toll. Das heißt, wir nehmen mit,
Oder wir haben im Gepäck das Jahr 2022 mit all seinen Ereignissen, mit all seinen Lernaufgaben, mit all seinen Erkenntnissen, mit allem, was da passiert ist. Und wir schieben uns Richtung März. März ist der große, große, große Monat, in dem wirklich viel passiert. Wir schieben uns Richtung März. Wir schieben uns Richtung Neuanfang. Wir schieben uns Richtung neue Welt. Anders kann man das nicht sagen. Neue Welt. Und da kann sehr viel passieren im Januar und im Februar. Ne? Schicksalshafte Dinge, Dinge, die uns irgendwie diesen Weg in die Zukunft aufzeigen, die uns vielleicht auch eine klare Richtung geben. So, dann der zweite große Teil ist tatsächlich der März. Der März ist der größte, intensivste Monat, den wir haben werden. Am 7. März geht Saturn, Vater Zeit, Saturn, unser Lehrmeister, Saturn, derjenige, der uns durchs Leben treibt, geht vom Sternzeichen Wassermann in das Sternzeichen Fische. Und ich rede ja immer von diesem spirituellen Erwachen. Ne? Nächstes, und das ist genau das. Das Kollektiv, die Menschheit, aber auch wir in unserem ganz persönlichen, in unserer ganz persönlichen Energie, in unserem persönlichen Umfeld, in unseren persönlichen Erfahrungen. Wir kommen auf eine andere Tiefe, auf eine andere Seelenebene. Wir werden empfänglicher für die nicht greifbaren Dinge, für andere Ebene. Also ich habe das Gefühl, dass Saturn in den Fischen, ne, mit allem, was da eben noch so passiert, dass er wirklich für spirituelles Erwachen steht und dass es ganz viel um die Seele gehen wird. Ne? Dass diese Lernaufgaben oder diese Aufgaben, es müssen ja nicht immer Lernaufgaben sein. Ne? Wir haben das ganze Leben. Saturn bewegt uns unser ganzes Leben. Wir haben das ganze Leben durch Saturn Aufgaben. Und dieses Mal sind sie auf Seelenebene betont. Aber ob das jetzt innerer Seelenfrieden ist, ob das Kindheitswunden ist, ob das spirituelles Erwachen ist, ob das seine spirituelle Mission leben, seinen spirituellen Weg einschlagen, wirklich seinen Seelenweg einschlagen, was auch immer es ist eine wundervolle Energie, die uns da dann treibt. Dann beginnt am 20.03. eben das astrologische Neujahr. Ich habe das, ne, der Nah ist für mich auch immer ein bisschen Widderenergie, damit beginnt alles. Und das bedeutet wirklich eine komplett neue Reise mit Saturn, mit allen Planeten, die direktläufig sind und mit dem allergrößten Happening natürlich im März am 23., also nur 3 Tage später. Pluto, der Planet der Veränderung, Pluto dargestellt mit dem Tod, der Planet der Veränderung tritt ins Sternzeichen Wassermann ein und läutet das Wassermann-Zeitalter ein. Yippie, wir haben alle drauf gewartet. So, Pluto hat eine Umlaufbahn von 248 Jahre. Also alle 248 Jahre kommt er nur dahin. Und das ist eine große Energie. Ne? Das ist wirklich genauso wie Saturn in den Fischen. Das ist spirituelles Erwachen. Das ist Authentizität. Das ist seine Wünsche neu definieren, seine Vision von seiner Zukunft ändern. Aber mit dieser Wassermann-Energie eben in der Verbundenheit. Ne? Wassermann ist Soziales, ist aber auch Technologie. Wir dürfen damit rechnen, dass in den nächsten Jahren super viel erfunden wird. Hoffentlich, ne, Dinge, die unseren Planeten retten. Dass der Gedanke von einer gemeinsamen Welt, von wir ziehen an einem Strang, dass das die Veränderung ist, die hier passiert. Das ist wirklich ein riesengroßes Happening mit Pluto in Wassermann. Eine sehr, sehr heilende Energie, eine sehr, sehr, ne, Wassermann, der Stern, eine sehr hoffnungsvolle Energie, eine echte, eine reale, eine authentische Energie. Aber alles verstandesbasiert. Also für mich muss ich sagen, wundervoll, weil da ist so eine gewisse Ernsthaftigkeit bei allem dabei, bei diesen Visionen, bei diesen Wünschen und bei all dem, was da entsteht. Und diese Energie hält dann tatsächlich erstmal nur in Anführungsstrichen 3 Monate an. Das heißt, die ersten 6 Monate werden diese neue Entwicklung aufzeigen, diese neuen Visionen, dieses neue Miteinander, diese neue Hoffnung. Ne, wir dürfen mal reinschnuppern in diese neue Welt. Und dann am 11.06., Pluto wird dann wieder rückläufig,
Und ist in seiner Rückläufigkeit dann noch bis 11.06. im Sternzeichen Wassermann. Aber ab dem 11. Juni geht Pluto zurück in den Steinbock. Und das ist auch gut, denn also es beginnt Mai, Juni, Juli, werden ganz viele Planeten wieder rückläufig. Und das, ne, hier Steinbock-Energie, und das ist das. Wir haben eine Ahnung von dieser neuen Welt, von dieser neuen Vision, von diesen neuen Wünschen und ne, von dem bekommen. Und jetzt geht es darum, was muss dafür gelöst werden? Ne? Welche alten Strukturen brechen auf? Welche Limitierungen lassen wir endgültig los? Was hindert uns daran? Was müssen wir tun? Ne? Steinbock-Energie muss nicht immer der Teufel sein. Ne? Es geht einfach, also das muss nicht immer was Schlechtes sein. Das ist das, was ich sagen will. Es geht nur darum, um dahin zu kommen, muss ich mich hier rauslösen. Um mir diesen Wunsch zu erfüllen oder in dieser Hoffnung zu bleiben, muss ich diesen Glaubenssatz ablösen. Steinbock-Energie ist auch eine sehr willensstarke Energie, auch eine, ne, ich gehe dran und wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das erreichen. Und hier wird aufgelöst, was uns bei dieser Zielsetzung eben irgendwie im Weg steht oder ne, was noch einfach gelöst werden darf. Und ich habe das Gefühl, dass wir vor einem der intensivsten Jahre unseres Lebens stehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Natürlich habe ich keine Ahnung, was passiert. Aber ich glaube, der März wird der entscheidende Monat und alles, was bis dahin und da im März passiert, wird den Ton für den Rest des Jahres angeben. Deswegen werden die Sternzeichenlegungen jetzt auch folgendermaßen aufgebaut sein. Ich frage quasi bis März. Im März und was passiert danach? Genau, meine Lieben, so viel erstmal zu den allgemeinen Infos. Ich hoffe, das hat euch eine kleine Übersicht gegeben und ich beginne jetzt mit den Sternzeichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hallo, meine lieben Wassermänner, herzlich willkommen zu eurer Jahreslegung. Bevor wir anfangen, meine Lieben, ich möchte ganz kurz sagen, hier liegt eine Karte, die im Intro nicht enthalten war, nämlich die Karte Ordnung schaffen. Und hier ist auch so ein kleiner Steinbock drauf. Denn ich habe das Bedürfnis, diese Steinbock-Energie, die ja mit dem Teufel repräsentiert ist, ein bisschen zu entkräftigen. Ne? Es muss nicht so dramatisch werden, wie der Teufel das suggeriert, sondern es geht eher um, wie lassen sich meine Ziele erreichen, ne? Wie lässt sich diese Vision, die ich hier von meiner Zukunft bekomme, wie lässt sie sich umsetzen? Deswegen habe ich die noch rausgelegt, um da ein bisschen einen schöneren Impuls da reinzugeben. Und meine lieben Wassermänner, natürlich, das Wassermann-Zeitalter, es wird euch stark bewegen. Davon ist auszugehen, ne? Dass das eine unglaublich intensive Energie ist. Steinbock ist euer 12. Haus, ne? 12. Haus von Spiritualität, von Träumen, von Unterbewusstsein, von seelischer Entwicklung. Ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird ein großes, wichtiges Jahr für euch. Genau. So. Love is all around. Liebe ist um dich, habe ich gerade gesehen, die Nachtigall. Als erstes möchte ich gerne mal ein Spirit Animal für euch haben, ein Tier, das euch durch das Jahr begleiten wird, ne, das ihr vielleicht auch irgendwie als Zeichen nehmen könnt, so wenn es euch irgendwie begegnet in echt, im Fernsehen, auf Social Media oder so. Aber welches Tier begleitet euch durch dieses Jahr? Liebes Universum, welches Tier begleitet meine Wassermänner durch dieses Jahr? Welche Botschaft trägt meine Wassermänner durch dieses Jahr? Der Sandpiper, ich glaube, es ist der Wasserläufer oder der Strandläufer oder wie auch immer er heißt auf Deutsch, ist ein Vogel. Be playful, 51. 51 wird zu 6. 6 sind die Liebenden. Be playful. Sei verspielt, sei leicht, sei einfach, ne, sei. Vielleicht kommt Leichtigkeit zurück in dein Leben, ne? Verspieltheit. Das innere Kind ausleben ist das für mich so, ne? So glückliche Momente, glückliche Momente. Das ist eine schöne Energie. Ich glaube, wie gesagt, ihr müsst mal gucken, was Sandpiper ist. Ich glaube, es heißt Wasserläufer.
Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Wasserläufer in echt gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir diese Tiere in echt sehen. Aber eine verspielte, eine leichtfüßige Energie. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, als könntest du über Wasser laufen. So, weil vielleicht super, super große Dinge passieren. Wir gucken mal. Wir gucken. So. Ich habe ja im Intro gesagt, wie ich diese Legung aufbaue. Deswegen schauen wir jetzt erstmal, was im Januar, Februar, Anfang März passiert mit diesen ganzen direktläufigen Planeten, mit dieser unglaublichen Schubkraft. Liebes Universum, wie beginnt das Jahr meiner Wassermänner? Wie beginnt das Jahr meiner Wassermänner? Die Welt, okay. Die Welt, die Königin der Stäbe und der Ritter der Stäbe. Okay, offensichtlich gut. Hier nehme ich ein ganz starkes Freiheitsgefühl wahr. Hier ist auch direkt diese verspielte, freudige Energie. Hier ist Selbstbewusstsein, hier ist Motivation. Ich nehme auf beiden Karten dich wahr. Ich weiß noch nicht, was da passiert, aber wir machen jetzt erstmal weiter. So, der März, der Beginn des Wassermann-Zeitalters. Was bringt diese Energie für euch? Den König der Stäbe. Liebe Wassermänner. Und die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, vage Energie, Löwe, vage Energie haben wir hier. Vage ist siebtes Haus von Beziehungen und Partnerschaften. Counterpart-Energie nehme ich hier wahr. Und die vier Stäbe und die sieben Stäbe. Meine Lieben, so viel Stabenergie, so viel Feuer. Ne? Eine Karte zu den sieben Stäben für meine Wassermänner. Nimm dich in dieser Energie wahr. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ah ja, ich liebe es, wenn diese beiden Karten auftauchen, weil das ist so eine verschlossene Energie, ne, so, und das ist, da verlässt man diese Bubble. Eine Karte zu den sieben Stäben. Okay, der König der Münzen. Alles klar. Ich hätte tatsächlich, wäre der König der Münzen jetzt nicht rausgefallen, hätte ich jetzt aufgehört zu mischen, weil ich hatte die Botschaft schon. Ich sehe eine Person in dein Leben treten. Ein Vierstäbe, einen Seelengefährten, einen Life-Partner. Wie gestaltet sich das Jahr hier weiter? Counterpart-Energie, nehme ich auf jeden Fall wahr. Wie entwickelt sich das Jahr weiter für meine Wassermänner? Der Magier, I love it. Du fängst an zu gestalten, es fängt an zu manifestieren. Magie. Die zehn Stäbe, ja, da ist die Ordnung schaffen Energie. Das ist total krass. Die zwei Stäbe fallen so oft hier in diese Position. Die drei Münzen an der Unterseite des Decks, was eine Energie der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Aufbaus ist. Okay, interessant. Und die Mäßigkeit, Schütze-Energie haben wir hier noch. Also, was habe ich als erstes gesehen? Die zehn Stäbe. Die zwei Stäbe, so viel Stabenergie, so viel Feuer. Meine Lieben, ich habe das Gefühl, ihr habt ein feuriges Jahr vor euch. Die sechs Schwerter und die Mäßigkeit.
Du bewegst dich auf jeden Fall, ne? Die Mäßigkeit ist also für mich ist die Mäßigkeit zumindest im klassischen Rider-Waite, ne? Der Engel, der die zwei Kelche da ineinander kippt. Für mich ist die Mäßigkeit die Weiterentwicklung von den zwei Kelchen. Aber die Mäßigkeit ist innere Balance, ist Harmonie, ist ne, alchemische Prozesse. Da bewegst du dich hin. Ich habe das Gefühl, du vielleicht hast du dich lange nach so einem Partner gesehnt. Vielleicht, hier ist auch wieder diese Reiseenergie, ne? Schütze-Energie ist Reiseenergie. Die sechs Schwerter sprechen von der Reise, die zwei Stäbe sprechen von, schaue über den Tellerrand hinaus und schaue, was die Zukunft mir zu bieten hat. Also hier ist eine Reiseenergie. Auch hier bei dir muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass durch das, was hier in dieser Wassermannzeit passiert, also von März bis Juni. Ich glaube, dass hier eine Person in dein Leben kommt, die etwas eröffnet. Ich sage nicht, die dich öffnet, weil das sehe ich hier schon. Ich habe das Gefühl, deine Öffnung passiert, bevor diese Person in dein Leben tritt. Ich kläre das hier gleich nochmal ab. Aber irgendetwas, für mich streift die Welt, und die Welt ist ja die letzte Karte der großen Arkana, das heißt, danach beginnt immer eine Reise. Du streifst irgendwas ab, du lässt etwas hinter dir, das letzte Jahr, die letzten Jahre, ne? Und ich merke, wie du kommst in so eine positive Energie. Witzig ist auch, meine Lieben, dass auf diesem Ritter der Stäbe auch vier Stäbe stehen, ne? So. Vielleicht bist du durch irgendetwas gepusht oder motiviert zu sagen, hey, das wird mein Jahr. Ich fühle mich auf einmal viel besser, ich fühle mich viel wohler, ich fühle mich agiler, ich merke, ich bin in meinem Selbstbewusstsein, ich gehe raus, ich bin abenteuerlustig, auch schütze Energie im Übrigen. Ich merke, wie der Drive zurück in meine Energie kommt, wie alles, was mal eine Rolle gespielt hat, und ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, aber wie alles, was mal eine Rolle bei mir gespielt hat, wie ich es abstreife. Und ich habe das Gefühl, gerade mit dem König der Münzen und der Königin der Münzen, Entschuldigung, gerade mit dem König der Münzen und dem König der Stäbe, dass ich hier eine Person sehe, die dein Leben betritt, ob das eine Person ist, die du kennst, ob das eine völlig neue Person ist, das weiß ich nicht. Aber diese Person bringt die Balance. Ich nehme, wie gesagt, Waage und die Vier-Stäbe-Energie, eine ganz starke Beziehungsenergie wahr. Es kann sein, die sieben Stäbe, dass du irgendwie das Gefühl hattest, mein Beziehungskarma war bisher nicht immer das Beste. Vielleicht hast du dich auch lange oder ne, vielleicht gehört es irgendwie zur Welt dazu, dass du dir irgendwie gesagt hast, so, ich distanziere mich gerade vom Thema Beziehungen oder ich musste mich erstmal selbst finden, ich musste erstmal selbst zu mir kommen. Aber mit Eintritt oder mit Erscheinen des Königs der Stäbe bricht diese Blase komplett auf, und ich habe das Gefühl, dass hier eine Energie von Miteinander liegt, weil dieser König der Stäbe, ich nehme das als eine Person wahr, weil dieser König der Stäbe alles mitbringt, was du suchst, ne? Da stimmen die Werte, da ist Sicherheit, da ist Vertrauen, das ist ein König, ne? Es ist eine Person, die zweimal als König hier auftritt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es auch eine Person ist, die alles im Griff hat, ne, die mit beiden Beinen im Leben steht. Und das, was ich hier sehe, ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich habe das jetzt wirklich mehreren Sternzeichen gesagt, dass ich nicht weiß, was das zweite halbe Jahr bringt, aber es bringt eine Reise. Es bringt eine Reise, und das ist der rote Faden, der sich durch diese Jahreslegungen zieht, dass wir durch das, was in dieser Wassermannzeit passiert, dass wir einen Ortswechsel vornehmen. Ob jetzt metaphorisch gesprochen oder im Wirklichen. Ne? Das kann ein Umzug sein, das kann wir verlassen irgendwas. Die zehn Stäbe sagen mir das. Um das Neue hier, damit das Neue Gestalt annehmen kann, werden wir etwas hinter uns lassen. Wir werden etwas loslassen. Wie gesagt, ich sehe, ne? Sie sitzt hier alleine in ihrer Wohnung. Möglicherweise ist es hier irgendwie, man zieht zusammen oder
den Löwen habe ich gerade ganz viel von der Weltreise erzählt, keine Ahnung. Aber durch das, was hier passiert, ändern sich die Voraussetzungen der Magier, ändern sich die Gegebenheiten. Das heißt, Teile, die in deinem alten Leben da waren, werden losgelassen. Du wirst möglicherweise auch vor größeren Entscheidungen stehen, ne? Die zwei Stäbe sprechen von Entscheidungen. Größeren Entscheidungen, dich in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder, keine Ahnung, in ein anderes Land zu ziehen oder in eine andere Stadt zu ziehen oder, ne, so. Vielleicht, es kann auch die Energie vom König der Stäbe sein, ne, dass jemand zu dir zieht. Aber ich habe das Gefühl, dass durch das, was hier passiert, sich das, was du in deinem Leben gestaltest, verändern wird. Und ne, wenn wir neue Dinge gestalten, lassen wir alte Dinge los. Und das sehe ich hier. Aber du bewegst dich, vielleicht ist es auch die Sehnsucht. Ne? Ich nehme auf den zwei Stäben immer so eine Sehnsucht wahr. Ne? Dass eine Sehnsucht nach Zusammen, eine Sehnsucht nach Nähe, eine Sehnsucht nach Miteinander, nach Harmonie, ne, entsteht und dass du eben in die Umsetzung kommst, um dieser Sehnsucht zu folgen. Aber definitiv mit den drei Münzen ist ja eine Miteinander-Energie. Ich hätte gern noch eine Karte hier zur Welt, aber diese Verspieltheit, okay. Königin der Kelche an der Unterseite des Decks. Jetzt. Ass der Schwerter zur Welt. Da ist auch wieder dieser Kreis. Ich weiß nicht, was hier passiert ist oder was hier passiert. Kann sein, ne? Wie gesagt, wir sprechen hier von Januar, Februar, dass das Energien sind, die schon entstehen sind, ne? Dass du vielleicht auch schon Entscheidungen getroffen hast. Ich brauche also das Ass der Schwerter. Warum das Ass der Schwerter? Oder dass du erkennst, wie sich deine Energie gerade verändert, wie du erkennst, dass du in so eine neue Energie eintrittst, wie du leichter wirst, wie du wirklich merkst, wie die Veränderungen, die du vornimmst, Veränderungen in deiner Energie bewirken. Eine Karte zum Ass der Schwerter. Wie gesagt, vielleicht hast du Entscheidungen getroffen. Dich aus etwas zu lösen, etwas hinter dir zu lassen. Vielleicht triffst du im Januar, im Februar diese Entscheidungen. Vielleicht geht dir ein Licht auf. I don't know. Eine Karte zum Ast der Schwerter. Es will keine raus. Okay. Okay. Also vielleicht, meine Lieben, die Sonne an der Unterseite des Decks, die glücklichste Karte, darunter die 10 Schwerter, interessant, die 10 Kelche. Vielleicht ändert sich einfach dein Fokus, ne? Hier. Vielleicht ändert sich einfach dein Fokus, dass du sagst, hey, ich bin jetzt wieder bereit für dieses. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist eine Liebeslegung, wenn du dein Liebesleben nicht deine Priorität Nummer eins ist, dann ist das vielleicht heute hier einfach nicht deine Legung. Dann schau gerne in ein anderes Sternzeichen oder vielleicht auch auf einen anderen Kanal. Aber ich habe das Gefühl, on your mind sind die 10 Kelche. Das ist das, was du fokussierst. Das ist deine neue Idee. Das ist das, was du dir wünschst. Darauf konzentrierst du dich jetzt in der absolut richtigen Energie, nämlich nicht in der Sehnsucht, in der, wo ist meine Zukunft, wo ist mein Traumpartner, wann kommt das, sondern in diesem, ja, dieses Jahr werde ich das erreichen, dieses Jahr werde ich meinen Life-Partner, mein Perfect Match, was auch immer finden. Und ich fokussiere mich darauf. Vielleicht ist dir auch irgendwie ein Licht aufgegangen, wer das sein könnte, ne? Das Ass, vielleicht begegnet dir diese Person irgendwie Anfang des Jahres. Ne? Neu oder nicht neu. Ne? Vielleicht bekommst du die Eingebung, was du tun musst, um dahin zu kommen oder wer diese Person ist. Aber ehrlich gesagt, mit der Sonne, die Erleuchtung, die irgendwie direkt in deinen Kopf geht, also dein Fokus ist auf Partnerschaft,
Und ehrlich gesagt, in einer wundervollen Energie. Und wenn du mit dieser Energie ins Jahr startest, dann glaube ich, ne, und du noch nicht weißt, wer der König der Stäbe ist, dann ziehst du diesen König der Stäbe durch deine Königin der Stäbe oder der Stäbe-Energie an. Vielleicht flirtest du viel, vielleicht datest du viel, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass dein Perfect Match nicht lange auf sich warten lässt. Wichtig ist aber, mein lieber Wassermann, dass du dich öffnest. Ne? Das sehe ich hier. Irgendwie muss diese Herzöffnung und Löwe-Energie ist Herzenergie, ne? Herzchakra-Energie. Irgendwie muss diese Herzöffnung in dieser euphorischen, optimistischen Energie stattfinden, damit, ne, damit dann im Wassermann-Zeitalter diese Person, dein Wunsch, dein Traum, deine Vision, wie auch immer, sich zeigt. Und dann, meine Lieben, ehrlich gesagt, hier hinten, keine Ahnung, was ihr gemeinsam fabriziert, aber da wird sich einiges ändern. In diesem Miteinander wird sich einiges ändern. Und liebe Wassermänner, so lasse ich das hier stehen. Das ist eine wundervolle Legung. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte ein bisschen wissen, was du hier noch tun musst oder ob das einfach eine Energie ist, die von selber kommt, ne? Keine Ahnung. Wir fragen definitiv zu dieser Person nach. Wir fragen nach, ne, was sich hier alles so gestaltet und manifestiert. Und definitiv, ich sag dir, ne, um das Neue zu gestalten, wird etwas Altes gehen. Also hier liegt definitiv die Energie von, wir schließen Türen, um neue zu öffnen oder um neue Türen zu öffnen, müssen wir alte schließen. Das liegt hier. Aber ich bin ganz positiv mit diesen zwei großen Arcana-Karten vom Magier und der Mäßigkeit, dass das alles, ja, dass du das sehr, sehr euphorisch und sehr optimistisch dran gehst. Auch wenn vielleicht, ne, du vielleicht was hinter dir lässt, die 10 Stäbe und die 6 Schwerter, wenn du vielleicht was hinter dir lässt. Sie sitzt irgendwie, finde ich, sitzt sie auch manchmal so in ihrer leeren Wohnung. Also es kann einfach ein Umzug sein, der hier liegt. Ne? Ganz schlicht und ergreifend. Ne? Der Magier ist, man bringt zwei Energien zusammen. Die Mäßigkeit ist genau das Gleiche. Man bringt zwei Energien zusammen. Also vielleicht ist es sowas ganz ordinary, profound, also sowas ganz Simples wie ein Umzug, der hier liegt. Aber, liebe Wassermänner, wir schauen, was das Extended Reading rausbringt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wer gerne meiner Soul Family beitreten möchte, findet ebenfalls unten in der Infobox alles, was er dazu wissen muss. So, für die Wassermänner, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Erinnere dich dran, ne? Ich weiß nicht, welchem Sternzeichen ich es gesagt habe, aber ich arbeite ja mit Post-its. Ne? Alles, was ich manifestiere, alles, was ich affirmiere, hänge ich mir als Post-its quer durch meine Wohnung, damit ich mich den ganzen Tag selber dran erinnere. Erinnere dich das ganze Jahr selber dran, dass Verspieltheit, Leichtigkeit, Lebensfreude, dass diese Energie dich an deine Ziele bringt, dass diese Energie, die Königin, ne, das, was du aussendest, das hier anzieht. Erinnere dich, und ich weiß, es ist für Wassermann-Männer nicht so einfach. Ich bin Wassermann-Aszendent, ich weiß, wovon ich spreche, ne? Wirklich mal in diese Verspieltheit reinzukommen, ach komm, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, positiv zu sein? Was habe ich zu verlieren, an meine großen Wünsche, an meine große Vision zu träumen. Was habe ich zu verlieren, mal mutiger zu sein, mal ein bisschen outgoing zu sein? Nichts, das kann ich dir sagen. Offensichtlich in dieser Energie nichts. Das ist das, was den Rest hier in dein Leben zieht. Ne? Wir reden hier von Attraction, von Manifestationsenergie. Die Königin der Stäbe, die so viel schöne Leichtigkeit ausstrahlt, die zieht so viel schöne Leichtigkeit an oder so, ne? Diese Energie auszustrahlen, die Sonne lassen wir auf jeden Fall draußen, diese Energie auszustrahlen ist das, was dir das große Glück, die große Happiness, die große Freude, die 10 Kelche, die 4 Stäbe, was auch immer bringen wird. Genau, meine Lieben,
So lasse ich das hier stehen. Ich kann schon mal sagen, das Extended Reading wird eine Liebeslegung, denn so fühlt sich das für mich hier gerade an. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!